Was haben die Sportarten Golf, Squash und Biathlon gemeinsam? Sie können auch mit einem Ball gespielt werden. Beim ersten Fußball-Triathlon in Steinsberg konnten Groß und Klein am Sonntag ihr Können am Ball unter Beweis stellen. Uwe Schneider ist auf die Idee für den neuen Sport gekommen. Fußball-Triathlon, das gibt es noch nirgends. Und ich bin immer ein bisschen auf der Suche, was halt so im sportlichen Bereich gerade mit Fußball zu tun hat, dass wir was Neues machen. Als Erfinder von speziellen Torwänden kein Problem für ihn. Inspiriert von anderen Sportarten entstand auch der Fußball-Triathlon. Das sind drei vernünftige Sportarten. Einmal halt mit der ganzen Technik, wo man halt dann Fußballgolf spielt. Einmal dann auch mit Ausdauer, ein bisschen haben wir 10-Minuten-Lauf mit dem Fußball-Biathlon. Und das dritte ist Fußball-Squash, das ist halt ein 1 gegen 1. Da geht es darum, vor seinem Gegner 21 Punkte an der Torwand zu erzielen und das möglichst schnell. Die Zeit zählt natürlich auch beim Fußball-Biathlon. Beim Golf hingegen ist nur die Anzahl der Schüsse entscheidend. Das Wetter wollte aber leider zwischenzeitlich nicht so mitspielen. Die Stimmung hat das aber nicht getrübt. Gute Mittagspause um die Zeit, da haben wir schon essen können und trinken können, passt. Wir haben halt ein kleines Päuschen gemacht, wie es geregnet hat, aber ansonsten lieber kühler, als wenn es 30 Grad hat. Pünktlich zur Ankunft des Ehrengastes wurde es dann aber wieder trockener. Klaus Augenthaler ergriff die Gunst der Stunde und probierte sich im Fußballgolf aus. Ich habe schon einmal gehört und ich wollte es schon lange mal machen, aber nachdem ich nicht dazugekommen bin, habe ich es jetzt heute das erste Mal gemacht gehabt und es macht Spaß. Selbst als ehemaliger Fußballprofi hatte er aber ab und zu kleine Schwierigkeiten, den Ball einzulochen. Es ist schwieriger, wie man glaubt. Wenn man mal Fußballer war, denkt man, es ist so einfach. Aber ja, ich bin jetzt zwar kein Golfer, aber das ist auch nicht so einfach, wie es ausschaut. Einen Favoriten unter den drei Spielen konnte der Ex-Bayern-Profi und auch die Teilnehmer für sich entdecken. Squash oder das Power Kick, wie man so schön sagt, das ist mein Favorit. Ich fand dieses Squash, das war echt wirklich gut, aber ich war sehr schlecht. Hat eigentlich alles Spaß gemacht. Am besten war das Fußballgolf, fand ich. Und das Squash. Mitmachen kann dabei jeder. Das haben die Jungs und Mädels vom Team Bananenflanke eindrucksvoll gezeigt. Eine gute Nachricht gibt es noch. Es sind weitere Fußballtriathlons noch dieses Jahr in Planung.